Hi, starten wir doch mal mit ein paar Zahlen. Depressionen zählen zu den am weit verbreitetsten psychischen Störungen und hierzulande sind es ca. 8% und damit 6,8 Millionen Menschen, die unter einer sogenannten unipolaren Depression leiden. Heute sprechen wir darüber, was eine Depression ist, wie sie sich anfühlt und vor allem welche Formen es davon gibt. Das und viel mehr hier und jetzt, also bis gleich. Depressionen bzw. wie man sie in Fachkreisen eher nennt, depressive Episoden, zählen zu den sogenannten affektiven Störungen innerhalb der ICD-10. Dabei setzen sich Depressionen durch drei Hauptsymptome zusammen: Niedergeschlagenheit, Interessen- und Freudlosigkeit und Antriebslosigkeit. Doch was kann man sich unter diesen drei heftigen Worten eigentlich vorstellen? Niedergeschlagenheit bezeichnet eine niedergedrückte Stimmung, die mindestens 2 Wochen ununterbrochen anhält und heftig auftritt. Interessen und Freudlosigkeit kennen Betroffene durch das Gefühl der inneren Leere. Man fühlt nichts mehr, weder Freude noch Traurigkeit, und man zieht sich immer weiter sozial zurück. Eigene Handlungen verlieren an Sinn und man ist resistent gegen Aufmunterungsversuche oder Freude durch positive Erlebnisse. Das dritte Hauptsymptom ist die Antriebslosigkeit. Bei Depressionen fühlt man sich nicht in der Lage, alltägliche Aufgaben nachzugehen oder diese zu bewältigen. Man ist kraftlos und selbst das morgendliche Aufstehen wird enorm schwer. Als ob das nicht genug wäre, machen sich neben diesen Hauptsymptomen noch weitere Nebensymptome bemerkbar. Betroffene leiden unter Selbstzweifel, Schuldgefühle und Schlafstörungen. Konzentrations- und Aufmerksamkeitsleistungen lassen auch stark nach. Körperlich macht sich eine Depression durch Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust bemerkbar. Man konnte sogar feststellen, dass Depression häufig mit Tinnitus einhergeht. Letztlich führen Anzahl und Schwere der Symptome dann zu unterschiedlichen Diagnoseschlüsseln. Die F32.0 spiegelt eine leichte Depression mit 2 der genannten Haupt- und 2 zusätzlichen Nebensymptomen. Die F32.1 ist die mittelgradige Depression und besteht aus 2 Hauptsymptomen und 3 bis 4 weitere Nebensymptome. Und die schwere Depression mit dem Schlüssel F32.2 weist alle Hauptsymptome und mindestens 4 Nebensymptome auf. Noch immer sind Depressionen in der Gesellschaft leider ein heikles Thema und vielen Betroffenen fällt es nicht leicht, darüber zu sprechen. Zu groß ist die Angst, von anderen verurteilt zu werden, und das liegt mitunter auch daran, dass die Gesellschaft vielleicht gar nicht genug aufgeklärt ist, was eine Depression eigentlich ist und was Betroffene hier wirklich durchmachen müssen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle mal vorsichtig versuchen, anderen eine Depression greifbar zu machen und zu erklären, wie sich eine Depression tatsächlich anfühlt. So hat sich bestimmt jeder schon mal gefühlt, der krank war. Du wachst morgens auf und fühlst dich unendlich müde, schlapp und erschlagen. Du kannst dich nur noch mit allergrößter Mühe aus dem Bett quälen. Deine Gedanken kreisen nur darum, wieder zurück ins Bett zu kriechen, zu schlafen und Ruhe zu haben. Und nun stell dir vor, du wachst jeden Morgen so auf. Du fühlst dich kraftlos. Mit größter Anstrengung kannst du dich gerade noch aufs Sofa retten. Deinen Tag kannst du mit nichts Sinnvollem mehr füllen, da dir der Antrieb fehlt und du bist dir unsicher, ob das jemals wieder besser werden wird. Du fühlst dich innerlich leer, bist wie erstarrt und erfüllt von einer bleiernden Schwere. Nichts geht mehr. Alles erscheint so unwirklich. Du hast das Gefühl, von der Welt und Wirklichkeit abgespalten zu sein. Geräusche, Farben und Geschmäcker nimmst du wahr, aber irgendwie doch nicht. Dann gibt es Tage, in denen du dich von Traurigkeiten und Minderwertigkeitsgefühle überrannt fühlst. Die Zweifel sitzen dann so tief, dass du Angst hast, hiervon nie wieder freizukommen. Deine Gedankenkreise machen dich verrückt und fühlen sich wie Monster an, die dich anbrüllen und dir die schlimmsten und hasserfülltesten Dinge an den Kopf werfen. Und das Fieseste, du kannst ihnen nicht entkommen. Es ist wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass Depression nicht gleich Depression ist. In der ICD-10 gibt es die verschiedensten Varianten von Depression und für jeden fühlt sich eine Depression auch anders an. Ein Gefühl, warum das so ist, erkennt man, wenn man sich die verschiedenen Zyklen von Depressionen anschaut. Unipolare Depressionen können verschiedene Verläufe annehmen. Die häufigste Form ist die einmal auftretende depressive Episode. Sie tritt innerhalb weniger Tage auf oder wächst über mehrere Wochen hinweg an. Danach hält sie für mehrere Monate an.
Im Schnitt dauert sie 4 bis 8 Monate und die Wahrscheinlichkeit, dass sie zurückkehrt, liegt bei etwa 50% ohne Behandlung. Kehrt sie zurück, spricht man in der ICD-10 von einer rezidivierenden depressiven Störung. Gelistet ist sie unter der F33 und je nach Schwere und Status hat sie andere Nachkommaschlüssel. Das Intervall zwischen den Episoden kann zwischen Wochen und Jahren variieren. Was bisher nach einem Wellenverlauf aussieht, ändert sich mit der F34.1, der sogenannten Dysthymie. Es handelt sich um eine andauernde, depressive Verstimmung, die jedoch mildere Symptome als eine normale Depression aufweist. Sie hält aber im Vergleich mindestens 2 Jahre bis Jahrzehnte an und beeinflusst die Stimmung dauerhaft. Leider muss man sagen, dass eine Depression selten allein kommt. Mehr als 60% der depressiv Erkrankten haben zusätzlich eine weitere psychische Störung. Meistens sind es Angst- und Panikstörungen, aber auch Drogenmissbrauch, Essstörungen und Zwangsstörungen. Was auch auffällt, in Deutschland erkranken Menschen in 50% der Fälle vor ihrem 31. Lebensjahr zumindest einmalig an einer Depression. Verschiedenen Studien zufolge ist jeder 5. bis 6. Mensch einmal im Leben von einer Depression betroffen. Dabei trifft es Frauen ungefähr doppelt so häufig als Männer. Und eine sehr dunkle und traurige Statistik zeigt, dass Männer im Rahmen einer Depressionsdiagnose eine 3-mal so hohe Suizidrate aufweisen als Frauen. Statistiken wie diese machen den Therapiebedarf mehr als nur deutlich und gerade bei leichten bis mittelgradigen Depressionen zeigt die kognitive Verhaltenstherapie besonders gute Behandlungserfolge. In der Therapie werden Patienten befähigt, wieder Strukturen den Tag zu bringen und angenehme Aktivitäten sowie Pflichten nachgehen zu können. Auch werden negative Denkmuster über sich selbst und die Umwelt analysiert und durch realistische Denkweisen ersetzt. In der Endphase der Therapie geht es dann darum, den Therapieerfolg zu sichern und den Patienten auf mögliche Rückfälle vorzubereiten und zu schützen. Während der Therapie müssen Patienten häufig Medikamente zu sich nehmen. Die Medikamenteneinnahme macht viele Personen skeptisch. Hier passiert irgendetwas mit dem Gehirn und die Betroffenen wissen nicht, was hier eigentlich vor sich geht. Und hier versuche ich an dieser Stelle mal zu erklären, welche Medikamente in der Regel verschrieben werden und vor allem, wie sie auf unser Gehirn wirken. Bei Depressionen ist häufig der Hirnstoffwechsel aus dem Lot geraten, sodass Botenstoffe wie Serotonin, Dopamin und Noradrenalin nicht mehr in der optimalen Konzentration vorkommen. Je nachdem, welche Neurotransmitter beteiligt sind, werden dann unterschiedliche Medikamente verschrieben. Zur Erstbehandlung werden meist selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer verschrieben, welche die Konzentration des Serotonins steigern und somit antriebssteigernd, stimmungsaufhellend und angstmindernd wirken. Beispielhafte Medikamente sind Citalopram, Escitalopram, Fluoxetin und Paroxetin. Gerade bei SSRIs ist die Gewichtszunahme häufig eine unliebsame Nebenwirkung. Doch das liegt weniger am Medikament selbst, als vielmehr daran, dass die Patienten wieder an Appetit zurückgewinnen. Ist auch der Haushalt des Noradrenalins betroffen, werden sogenannte SSNRIs verschrieben, die zusätzlich die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsprozesse der Patienten fördern. Beispielhafte Medikamente hier wären zum Beispiel Fenlafaxin, Duloxetin oder Milnazipran. Ist die Konzentration von allen 3 Neurotransmittern betroffen, also auch die des Dopamins, werden trizyklische Antidepressiva verschrieben, die dann auch einen Effekt auf das Glücksempfinden und das Empfinden von Freude haben. Medikamente mit dieser Wirkung sind zum Beispiel Amitriptylin, Clomipramin oder Doxepin. Jetzt ist aber genug mit den Zungenbrechern. Kommen wir zurück zu dir. Wie sind deine Erfahrungen mit Depressionen? Ist das Störungsbild für dich verständlich oder leidest gar du selbst oder Angehörige unter einer Depression? Dann schreib mir doch deine Erfahrungen gerne mal unten in die Kommentare. So, und das war's von mir an dieser Stelle. Meld mir doch mal gern zurück, wie dir mein Versuch gefallen hat, Depressionen greifbar zu machen. Und an dieser Stelle muss man ja auch mal sagen, herzlichen Dank, dass du das Video bis an diese Stelle geschaut hast. Meld mir doch mal gerne zurück, welche der ersten beiden Intros dir am besten gefallen hat, denn ich bin mir da nicht wirklich schlüssig. Wir sehen uns also in den Kommentaren und bis dahin wünsche ich dir eine hervorragende Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder und bis dahin, habt eine gute Zeit, mach's gut, hau rein und tschüss.